Willkommen in die deutsche Kirche zum Singen der schönsten deutschen Weihnachtslieder. Die Kirchenbänke sind leer, aber gleich werden hier in der Kirche im großen Kreis ein paar Sänger des deutsch-finnischen Chores stehen und die Lieder mit euch singen. Der Chor hat im Herbst hier in der Kirche proben können. Wir waren immer in kleiner Besetzung. Und Ende November haben wir dann so zum Test die Weihnachtslieder aufgenommen. Damals wussten wir noch nicht, dass das die letzte Probe des Jahres sein würde. Der Posaunenchor, ihr habt ihn schon gehört, kam dann auch an die Kirche und hat seine Strophen aufgenommen. Thorsten singt mit, Timo und Matti fügen Lesungen und Gebet hinzu. Und aus diesen Beiträgen ist nun ein Weihnachtsliedersingen entstanden, zu dem ihr herzlich zu Hause eingeladen seid, mit einzustimmen. Lasst uns zusammen singen, macht hoch die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Oh.
Jag vill läsa upp en känd julvisa som är skriven av Zacharias Topelius. Och det var Jan Sibelius som tonfaste julvisan. Och jag tror att ni alla känner den igen. Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt i signad juletid. Giv mig Guds ära, änglavakt och över jorden frid. Giv mig en fest som gläder mest, den konung jag har bett till gäst. Giv mig en glans, ej guld, ej prakt, giv mig en änglavakt. Giv mig ett hem på fosta jord, en gran med barn i ring, en kväll i ljus med Herrens ord och mörker däromkring. Giv mig ett bo med samvetsro, med glad förtröstan, hopp och tro. Giv mig ett hem på fosta jord och ljus av Herrens ord. Till högt, till lågt, till rik, till arm, kom hela julefrid. Kom varma glad, kom hjärtevarm i världens vintertid. Du ende som ej skiftar om, min Herre och min konung kom. Till högt, till lågt, till rik, till arm, kom glade och hjärtevarm. Thank you.
jüngste Geschichte der Welt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Amen. Oh.
Lasst uns beten, rukoilkaamme, let us pray. Taivallinen Isä, maailmamme on täynnä vääryyttä ja väkivaltaa. Kuulemme sitä joka päivää. Auta meitä, että me myös syyllistä niihin tekoihin, vaan anna meille voimaa, että uskallamme estää vääryyden tekoja. Sitä pyydämme Jeesuksen, Kristuksen tähden. Gud, vi ber för din kärleksfulla omsorg och ditt beskydd för den som är sjuka. Rör och befria de människor som tvivlar och är ängsliga inför julen. Låt ditt ljus lysa inom oss så att vi övervinner mörkret. Vi ber för alla de människor som lever på flykt. Låt dig hitta ett nytt hem. Ge åt oss hopp och krafter inför julen och låt det bli fred på jorden. Hör vår bön. Gütiger Gott, still sind diese Adventstage, ruhig wird die Weihnachtszeit, vielleicht so, wie wir es uns immer einmal gewünscht haben. Wir bitten dich für die Menschen, die besonders unter der Dunkelheit und der Einsamkeit zu leiden haben in diesem Jahr. Sei du ihnen Licht. Wir bitten für die Kranken und für die Sterbenden. Sei du ihnen Hoffnung in diesen Tagen. Wir bitten dich für die Menschen in aller Welt, die unter Gewalt und Krieg zu leiden haben. Sei du bei ihnen und öffne unser Herz, dass wir auch in diesen Tagen an sie denken. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unserem Bruder und Herrn, und beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
beginnt.